Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von mir. Heute machen wir nämlich über den Mond. Aber es werden noch weitere Teile dazu kommen. Ich habe mich heute für dieses Stoffgebiet entschieden. Heute werden wir nur über den Umlauf des Mondes was machen. Was allgemein zum Mond, Bahneigenschaften und alle die wichtigen Sachen, die wir schon alle schon gehört haben und das man sicherlich schon gesehen hat am Himmel. Als erstes allgemein vom Mond. Das ist der einzigste natürliche Satellit der Erde, weil wir haben ja nur diesen einen Mond. Auch wenn es schon Theorien schon gab, dass man noch einen anderen Mond haben soll, aber das kann bis von einem Durchmesser von me über mehreren Metern ausgeschlossen werden. Also man kann davon ausgehen, dass man wirklich nur diesen einen hat. Das ist der einzigste Himmelskörper, was bisher von Menschen betreten werden konnte. Das ist der Mond, aber in einigen Jahren soll es dann auch der Mars sein, wenn der Mars-Projekt nämlich startet. Und was interessant ist, dass bei Vollmond 59% der Mondoberfläche sichtbar ist. Hier sieht man die Vorderseite des Mondes und die Rückseite des Mondes. Die Rückseite sieht man nie. Man sieht nur die Vorderseite. Das liegt daran, dass die Rotation des Mondes gebunden ist. Weil die Rotation dauert 27,3 Tage und der Umlauf um die Erde dauert 27,3 Tage. Das ist bei Planeten um die roten Zwerge so, dass die Rotation gebunden ist, was auch einfach zu nah liegt. Aber ich werde das nochmal genauer erklären später in einem anderen Video, weil hier soll es eigentlich nur um den Mond nur gehen. Das machen wir mit der Umlaufbahn. Hier sieht man ja die Erde mit der Umlaufbahn des Mondes. Perigon und Apogon. Perigon ist der geringste Abstand zur Erde und Apogon ist der größte. Einmal gesagt, wir haben ja Perigon und Apogon. Was das ist, haben wir auch schon geklärt. Der Apogon hat einen Wert von etwas über 400.000 Kilometer und der Perigon so etwa 355.000 Kilometer. Und die große Halbachse wird häufig auch als die mittlere Entfernung bezeichnet. Das sind 384.000 Kilometer. Aber wir werden nachher noch ein bisschen Ellipsenkunde machen, wenn man es ganz genau sieht. Die Bahnneigung ist 5 Grad gegen die Ekliptik. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht jeden Monat Mond oder ein Sonnenfinsternis haben. Durch diese Bahnneigung setzt man es jeden Monat. Und die mittlere Bahngeschwindigkeit liegt bei 1,023 Kilometer pro Sekunde. Naja, schon ganz schön schnell eigentlich. Aber bei Erde und die Sonne sind es wiederum 29,8. Jetzt geht's weiter. Erstmal sieht man eine Erde. Ist auf einmal kommt eine Umlaufbahn. Jetzt machen wir eine Bahngestalt. Es hat genau eine elliptische Form. Also ganz kreisförmig ist es nicht. Und jetzt kommen wir zu der Ellipse. Da es eine Ellipse ja ist, machen wir erstmal alles, was das bedeutet. Das ist eine ovale Kurve, das wie die Parabel und der Hyperbel den Kegelschnitten gehört. Aber genau wird sie auch als Punktmenge definiert. Hier hat man eine Zeichnung. Zuerst hat man die Brennpunkte. Eine Ellipse hat zwei Brennpunkte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es hat eine Hauptachse und die Nebenachse. Also S1, S2 sind die Hauptachsen, S3, S4 die Nebenachsen. Hauptscheitel, Nebenscheitel, große Halbachse, kleine Halbachse und der Mittelpunkt. Was ist es? Hier sieht man die Beziehungen von den Brennpunkten, Tangente und normale. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, Exzentrizität, große Halbachse und die kleine Halbachse. Die lineare Exzentrizität gibt der Abstand der Brennpunkte vom Mittelpunkt an und wird mit E gekennzeichnet. Und dann haben wir noch die numerische Exzentrizität. Das Verhältnis E zur großen Halbachse der linearen Exzentrizität und ist damit eine dimensionslose Zahl. Es gilt Epsilon gleich 0 für einen Kreis und nu Epsilon größer, aber kleiner als 1 für die Ellipse. Und die numerische Exzentrizität beschreibt hiermit die wachsende, zunehmende Abweichung einer Ellipse von der Kreisform. Und in der Astronomie wird hauptsächlich nur die numerische Exzentrizität verwendet, was auch als Exzentrizität einfach bezeichnet wird. Hat man die große Halbachse, habe ich oben meinen Text mit eingefügt. Und was die kleine Halbachse bedeutet, muss ich jetzt eigentlich nicht sagen, steht eigentlich hier ganz gut beschrieben. Und in der Astronomie zählt das mit zu den Bahnelementen. So, da wir das jetzt haben, können wir jetzt weitermachen. Jetzt haben wir Bahngestalt des Mondes. Genaue elliptische Form wurde ja schon gesagt. Und in einem der beiden Brennpunkte der Ellipse befindet sich das Baryzentrum. Das ist der gemeinsame Schwerpunkt Erde und Mond, Erde-Mond-System.
Und die Durchgänge des Mondes durch die Bahnebene wird als Mondknoten bezeichnet. Haben wir den aufsteigenden und den absteigenden. Aufsteigend heißt, geht nördlich der Ekliptik. Absteigend heißt, südlich der Ekliptik. Dann haben wir noch die Monate. Siderischer Monat. Nimmt sie wieder die gleiche Stellung zu einem Fixstern ein. Synodischer Monat. Sozusagen von Neumond zum Neumond. Zum Vollmond wieder zum nächsten Vollmond. Da ja die Erde sich auch um die Sonne bewegt. Dauert halt 2 Tage länger als der siderische Monat. Jetzt machen wir die Mondphasen durch. Wir haben 4 Mondphasen, der Neumond, der zunehmende Mond, den Vollmond und den abnehmenden Mond. Beim Neumond, da befindet sich die Erde immer zwischen Erde und Sonne, und dass gelegentlich auch mal ein Sonnenfinsternis auftreten kann. Aber da muss es ja in einer Knotenlinie sich da befinden. Weil wir haben einen aufsteigenden Mondknoten und einen absteigenden Mondknoten. Da muss es genau sozusagen bei 0 Grad etwa liegen. Und es dann kann ein Sonnenfinsternis auftreten. Beim zunehmenden Mond und beim Vollmond, das ist genau die Phase, wo auch Mondfinsternisse auftreten können. Da steht der Mond hinter der Erde, also sozusagen befindet sich dann der Mond in der Erde zwischen Sonne und Mond. Und liegt er genau zu diesem Zeitpunkt genau in Höhe der Ekliptik, wie es auch bei Sonnenfinsternis dann der Fall ist, findet eine Mondfinsternis statt. Hier sieht man auch nochmal so ein cooles Bild. Das ist ein schöner Mondfinsternis, und das andere ist ein schöner Sonnenfinsternis, wo man auch die Corona von der Sonne mitzieht.